Moin ihr Alunken, mein Name ist Endenburg und heute gibt es einen ersten Eindruck zum jüngst bei uns erschienenen Free-to-Play-Action-MMO Lost Ark. Obwohl die isometrische Perspektive des Titels an Spiele wie Diablo oder Path of Exile erinnern lässt, handelt es sich bei Lost Ark keineswegs um ein Diablo-MMO. In seinen Systemen, seinem Aufbau, seinem Klassendesign und vor allem seinem Endgame ist Lost Ark durch und durch ein MMORPG, und zwar ein recht grindlastiges. Und obwohl ein asiatisches Setting samt glitzernder Bärchenkostüme in Kombination mit einem Free-to-Play-Modell üblicherweise für westliche Spieler in etwa so reizvoll ist wie ein Hotelzimmer mit Blick auf den Duisburger Bahnhof, produziert das Spiel derzeit völlig absurde Zahlen. Sowohl die gleichzeitigen Spieler auf Steam als auch die View-Zahlen auf Twitch sprengen sämtliche Erwartungen. Ich habe zum Stand der Produktion dieses Videos übrigens bisher besorgniserregende 160 Stunden in das Multiplayer-Kleinod geballert. Was ist Sonnenlicht? Die Frage ist allerdings, wie relevant die derzeitigen Spielerzahlen und Viewtimes tatsächlich sind. Denn längst hat sich etabliert, dass MMOs zum Release eine gigantische Aufmerksamkeitsorgie zelebrieren, um dann häufig nach den ersten Wochen deutlich an Spielerbindung zu verlieren. Viel entscheidender für den langfristigen Erfolg wird also sein, wie die Zahlen des MMOs in 2 bis 3 Monaten aussehen. Warum ich im Fall von Lost Ark allerdings zuversichtlich bin, dass der Erfolg ein anhaltender sein wird, wenn auch in weniger extremem Maße, erfahrt ihr wie üblich in den kommenden 10 Minuten. Wir beginnen mit den Klassen, die uns zum Start zur Verfügung stehen. Zwar fehlen derzeit noch 7 bereits in Korea erschienene Klassen, die übrigens im 2-3 Monatstakt bei uns nachreleased werden, aber trotzdem steht mit den 15 Boys und Girls, die sich hinter den Oberkategorien Krieger, Kampfkünstler, Kanonier, Magier und Assassine verbergen, eine ganz ansehnliche Auswahl bereit. Ein Genderlock ist allerdings leider vorhanden, auch wenn dieser perspektivisch zum Glück verschwindet, wie bereits an den Klassen Kundschützin und Kampfmönch erkennbar ist. Jede Klasse beinhaltet nun noch einmal diverse Unterklassen, wie zum Beispiel Berserker, Paladin und Pistolenlanzer im Falle des Kriegers. Eine klassische Holy Trinity mit Tank, Heiler und DPS gibt es in Lost Ark übrigens nicht, sondern lediglich Support- und Damage-Klassen. Ein erster großer Pluspunkt des MMOs kommt bereits hier zum Vorschein, denn die Unterklassen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Spielstils wirklich signifikant voneinander und bringen auch aufgrund ihrer spezifischen Klassenressourcen sehr viel eigene Identität und Vielfalt ins Spiel. So ist beispielsweise die Scrapper Lady eine dezent durchdrehende Prügelmaschine und vermutliche Cousine von Vi, die komplett auf landschaftverwüstende Nahkampfangriffe spezialisiert ist und mit gelben und grünen Energien haushalten muss. Die Unterklasse Seelenfaust hingegen, eine weitere Subkategorie der Kampfkünstler, schießt mit Genki-Damas und Kamehamehas um sich, hat 3 verschiedene Super Saiyajin-Auren und sich wenig überraschend einen Namen als die Dragon Ball-Klasse gemacht. Ein gänzlich anderer Spielstil als Scrapper oder Kampfmönch. Ich wähle also eine Oberklasse, passe meine Optik im Rahmen eines mäßig umfangreichen Editors an und darf meine Fähigkeiten zunächst ein bisschen gegen herbeigespawntes Monstermaterial austesten. Im Anschluss entscheide ich mich für eine Ausrichtung und werde in die Einführung geworfen. Warum ich in dieser auf Level 10 starte und bereits über etliche Skills verfüge, hängt übrigens mit einem nachträglich umgebauten Spielstart zusammen. Bittererweise war der alte wesentlich geiler als der, den wir jetzt haben. Im Folgenden erwartet mich nun eine Levelphase, die endgültig die Frage beantwortet, ob das jetzt ein MMO ist oder nicht. Denn die überwiegenden Tätigkeiten im Rahmen meiner Reise durch Lost Ark bestehen aus Dialogen, Schnetzeleien, Wegstrecken, noch mehr Dialogen und noch mehr Schnetzeleien. Zwar soll die Story, soweit ich gehört habe, ganz solide sein, persönlich habe ich aber den Skipperino gemacht, da mich dieser Teil von Lost Ark eher weniger interessiert. Lost Ark hat aus meiner Sicht seine Stärke allen voran im Gameplay und das ist wirklich phänomenal gelungen. Das Trefferfeedback könnte wuchtiger kaum ausfallen, die Skills sind vielfältig und spaßig und vor allem hochgradig individualisierbar, dank der passiven Perks, die die Fähigkeiten deutlich verändern. Das Gameplay ist also der rettende Strohhalm, der mich durch die recht ermüdende Levelphase durchcarried. Ohnehin ist der Weg bis Level 50, von den Collectibles mal abgesehen, eher als eine Art Extended Tutorial zu begreifen. Durchaus gibt es hier aber auch immer mal wieder Highlights, wie die großartige Schlacht um Ark's Klamm, wobei auch diese von produktionstechnischen Schludrigkeiten begleitet wird. Erblickt meine Immunität gegen materielle Naturgesetze. Weitere Highlights der Levelphase sind dieser visuell umwerfende Yin und Yang Fight oder die fantastische Insel Tortoik. Trotzdem dürften wohl die meisten Spieler froh sein, wenn sie Level 50, das Softcap erreicht und somit Zugriff auf die Endgame-Inhalte haben. Übrigens hatten wohl auch die Entwickler ein Einsehen und schenken ihren Spielern für das Erreichen der Stufe 50 und einen gewissen Story-Fortschritt ganze 2 Level 50 Boosts. Ja, das sind die Dinger, für die ihr in anderen MMOs schon mal zwischen 22 und 60 Euro bezahlt. Auch die Welt von Lost Ark ist zwar streckenweise fantastisch designt und steckt voller liebenswürdiger und kreativer Details, unterm Strich handelt es sich aber um schlauchige Kartenabschnitte, die zu keinem Zeitpunkt das Gefühl einer großen, offenen, zusammenhängenden Welt aufkommen lassen. Strukturell kann hier Final Fantasy XIV als ähnlich gestalteter Titel genannt werden.
Immerhin gibt es allerdings ein schönes Segel- und Inselsystem samt eigener Mannschaft, die unter überaus humanen Bedingungen auf meiner Galeere schuften darf. Dass die Welt so instanziert wirkt, ist übrigens kein Beinbruch, denn Lost Ark ist ein absolut beispielhaftes Themepark-MMO. Bedeutet, dass der Großteil des relevanten Endgame-Contents eben in separierten Instanzen stattfindet, ähnlich wie das in bereits erwähntem Final Fantasy XIV oder auch in Retail-WoW der Fall ist. Wer hier ein oldschooliges Themepark-Weltdesign à la Classic-WoW erwartet, spielt das falsche MMO. Und wo wir schon von Instanzen reden, kommen wir zu den Raids von Lost Ark. Zwar sind diese bei uns derzeit noch gar nicht spielbar, ein Blick in Richtung Korea offenbart allerdings, worauf wir uns hier freuen dürfen. Sowohl spielmechanisch als auch inszenatorisch sind die Raids auf allerhöchstem MMO-Niveau und ziehen sich über mehrere Phasen, mehrere Ebenen oder wechseln auch mal spontan das Genre. Ja, das hier ist immer noch Lost Ark. Für Fans von anspruchsvollem PvE-Gruppen-Content ist hier also das Buffet eröffnet. Selbiges gilt übrigens auch für den PvP-Content des Spiels. Hier steht neben den PvP-Inseln, auf denen die Spieler gegen Spielerscharmützel aktiviert sind, die aber keine allzu große Rolle spielen, vor allem die Arena bereit. Auch wenn wir in der NA- und EU-Version derzeit leider weder einen Ranked-Modus noch PvP-Belohnungen genießen dürfen, offeriert Lost Ark hier einen 3 gegen 3, einen 1 gegen 1 und einen Jeder gegen jeden Modus. Das Schöne ist hierbei, dass Gear in der Arena absolut keine Rolle spielt. Stattdessen erhält jeder Charakter, etwa ab Level 26, Zugriff auf das sogenannte Buch der Koordination, in dem sämtliche Fähigkeiten, Skillpunkte und Attributpunkte bereits freigeschaltet sind. Gleiche Voraussetzungen für alle also. Das PvP in Lost Ark ist insgesamt ein easy bis medium to learn, aber very hard to master System, denn vier verschiedene Stufen von Crowd Control sorgen dafür, dass ich als Neuling primär mit Downgehen beschäftigt bin, als hätte ich den Boden abonniert. Mit der Zeit allerdings und mit einem wesentlich besseren Verständnis davon, wie die anderen Klassen funktionieren, wie man um Burst Windows herumspielt und welche Kombinationen besonders tödlich sind, stellen sich erste Erfolgserlebnisse ein und der verursachte Schaden schraubt sich peu à peu in die Höhe. Das ist ein absolut fantastisches Gefühl, vor allem aufgrund der Tatsache, dass in der Arena wirklich nur Skill zählt. Ein ähnliches System wie beim von mir heiß und innig geliebten, aber leider quasi verstorbenen Battle Ride. Kommen wir nun zu den Endgame-Aktivitäten und damit auch zum Grind von Lost Ark. Im kompetitiven PvE-Teil des Spiels dreht sich ab einem gewissen Punkt so ziemlich alles darum, besseres Gear zu bekommen. Dafür stehen diverse tägliche und wöchentliche Aktivitäten zur Verfügung, wie die Chaos-Dungeons, die Wächter-Raids oder die Abgrund-Dungeons. Auch viele Inselmissionen spendieren eine saftige Portion der Ressourcen, die zum Hochstufen meiner Ausrüstung benötigt werden. Apropos Hochstufung, Lost Ark arbeitet mit einem der beliebten und bewährten Random-Upgrade-Systeme. RNG-Upgrades sind auch dem westlichen Spieler dank MMOs wie Black Desert Online oder ArcheAge bekannt und gehören fraglos zu den besten Ideen der Videospielindustrie, direkt hinter Items, die man für 7 Tage mietet. Immerhin sind die RNG-Upgrades aber in der gnädigen Version in Lost Ark vertreten, denn weder kann das Gear bei einem Fehlschlag kaputt gehen, noch kann es runtergestuft werden. Da ab einem gewissen Punkt aber doch so einiges an Materialien nötig wird, um die Ausrüstung erfolgreich hochzustufen, fällt auch der Grind über die genannten Aktivitäten recht üppig aus. Lost Ark ist in seinem PvE-Endgame also, anders als in seinem PvP, eine absolut grindlastige Veranstaltung. Wer hier ambitioniert raiden will, muss das in Kauf nehmen. Eine weitere, überaus wichtige Komponente zum Boosten meiner Stärke sind übrigens die Gravuren, die mir Boni gewähren oder sogar massiv ins Gameplay eingreifen. So verzichtet die Kundschützin auf die Schrotflinte im Tausch gegen mehr Crit, der Berserker sogar auf 75% seines Lebens im Tausch gegen einen absoluten Madness-Modus. Da Lost Ark Free-to-Play ist, gibt es natürlich auch einen In-Game-Shop. Dieser hat neben einem nützlichen optionalen Abo à la ESO Plus vor allem Cosmetics und Progress-Beschleunigungen parat. Da man auf ein verpflichtendes Abo verzichtet hat, finanziert sich das Spiel also auf diese Weise. Kommen wir nun zum Fazit. Lost Ark ist auch bei uns ein, wenn auch von Serverproblemen überschatteter, riesiger Erfolg. Die Qualitäten des Spiels vom skillfokussierten und gebalanceden PvP über die hochklassig inszenierten Raids und Instanzen bis hin zum großartigen Kampfsystem sprechen eine recht eindeutige Sprache. Natürlich ist Lost Ark nicht das Traum-MMO für jeden, denn mal davon abgesehen, dass es so etwas grundsätzlich nicht gibt und niemals geben wird, kann man sich selbstverständlich an fundamentalen Faktoren stören, wie dem asiatischen Setting, der isometrischen Perspektive samt Steuerung oder der Grindlastigkeit. Leider kommt es zudem aktuell nicht nur zu langen Wartezeiten, sondern ärgerlicherweise auch zu massiven Problemen beim Matchmaking für die instanzierten Inhalte. Ein extrem lästiger Punkt, der, wie es aussieht, wohl leider auch so schnell nicht behoben sein wird. Obwohl der Hype um Lost Ark naturgemäß nach ein paar Wochen zurückgehen wird, glaube ich, dass das MMO aus den genannten Gründen, aber auch bei uns längerfristig eine erfolgreiche Zukunft haben wird.
Persönlich werde ich auf jeden Fall die ersten Raids mitnehmen und mich darüber hinaus im PvP messen, vor allem wenn der Rank-Modus da ist. Für dieses Video habe ich übrigens bewusst auf einen Sponsor verzichtet. Umso mehr würde es mich daher freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt, zum Beispiel was euch am besten an Lost Ark gefällt oder warum es kein Titel für euch ist, und natürlich ein Abo dalasst. Das Ganze hilft mir massiv und sorgt für neue Videos rund um MMOs und andere Spiele. Wenn ihr also auf dem Laufenden bleiben und mehr Videos bekommen wollt, drückt gerne auf Abo und die Glocke. Danke fürs Zusehen, lasst es euch gut gehen, euer Endenburger.